Können wir loslegen? Können wir. Hallo. Seid ihr grüßt, NRGFM-Fans. Jetzt seht ihr mich mal im Bild, wo ihr sonst bloß die Stimme habt. Bin der Ulf hinter der Kamera. Das ist der Nico. Ganz schön. Wir haben kurz mal Spielsplus unseren Co-Trainer, Frank Holberg. Wir hatten echt zu tun, das Spiel zu kommentieren. War sehr zäh. Aber egal, wir haben das Ding gewonnen. Kurzes Fazit von den 90 Minuten. Gott sei Dank ohne Verlängerung. Genau, das wichtigste Erkenntnis ist, dass wir keine Verlängerung hatten, dass sich keiner verletzt hat, dass wir weitergekommen sind. Das ist immer das oberste Ziel im Pokal. Letzten Endes wünscht man sich natürlich immer, dass es klarer wird, dass man mehrere Tore erzielt. Dafür hatten wir in der ersten Halbzeit auch genug Möglichkeiten, hast das Tor nicht gemacht. Der Gegner hat sehr gut gemacht, das muss man auch sagen. Hat sehr gut organisiert verteidigt und dann wird es im Laufe des Spiels dann, wie du richtig sagst, zäh und dann wird es auch irgendwann schwierig. Richtig. Wir haben es auch gesagt, für einen Achtligisten wirklich eine beachtliche Leistung, muss man echt sagen. Also, wir haben wirklich super gestanden, haben uns das Leben echt schwer gemacht, muss man schon eingestehen. Aber man muss auch, wir haben es auch kommentiert, Fazit sagen, es war eine sehr bunt durcheinander gewürfelte Mannschaft, U17, U19. Das Spiel aus der Reha, die bei der, auf der ersten Mannschaft auf der Bank sitzen, ist ja doch so ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber dafür, okay, wir waren beim Achtligisten, aber doch schon. Ja, durcheinander gewürfelt, die Jungs trainieren schon zusammen, aber ich weiß, was du meinst, ja, genau. Das ist klar, es haben auch Spieler Spielpraxis bekommen, wie Colin Rath das erste Mal bei uns in der ersten Mannschaft dabei gewesen, Moritz Buschinski und Leon Schneider sind hier schon lange dabei, das war auch mal, wer sieht, hat das erste Mal wieder seit seiner Verletzung hier gespielt, das ist auch klar, dass das alles noch nicht so gut läuft. Und insofern nochmal super froh, dass sich keiner verletzt hat, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Das ist das Entscheidende. Das war das Wichtigste. Wir sind eine Runde weiter, keiner ist verletzt. Und wir sagen Tschüss aus Berlin.